Jo, also das Line-Up behauptet, dass unsere nächste Rednerin Miriam Lakemann heißt. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Deswegen übergebe ich das Mikro an die unerschrockene Kämpferin gegen Diskriminierung und Genderquatsch, Müslikind. Ich dachte eigentlich, dass Fabio mein Bier mitgetrunken hätte, aber ich habe trotzdem eins gekriegt. Ahoi und Servus. Frau Merkel hat offenbar Herrn Wulff zum Amtsantritt etwas von ihrem Superglue geschenkt, mit dem sie mal ihre Hände beim Reden fixiert. Die Mundwinkel kann ich leider nicht so gut nachmachen. Sicher wollte sie mit dem Kleber vorbeugen, damit sich ihr neuer Präsident nicht so leicht aus dem Amt fegen lässt wie der letzte. Hätte ja fast geklappt, wenn nicht Günther Jauch seine Sendung in Wulff Report umbenannt hätte. Frau Merkel hat aber anscheinend auch etwas vom Sinn des Amtes nicht verstanden. Oder einfach umdefiniert. So wie sie die Ausrichtung der CDU auch einfach umdefiniert hat. Die eigenen Mitglieder kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Am schnellsten kam die Kehrtwende beim Atomausstieg. Fliegt in Japan ein AKW in die Luft und schon hat sie es begriffen, dass Atomkraft gefährlich sein könnte. Jetzt frage ich mich, was in die Luft fliegen muss, damit sie merkt, dass Hartz IV unsozial ist, dass die Arbeitslosenstatistik... dass die Arbeitslosenstatistiken gefälscht sind, dass Überwachung keine Sicherheit bringt dass sie gerade Banken unsere Steuergelder in den Rachen wirft und dass Bildung nachhaltige Wirtschaftsförderung ist. So sehr ich mich auch anstrenge, mir fällt nichts ein, was dadurch verbessert werden kann, dass wir es in die Luft sprengen. Wenn in einem anderen Land eine Schule in die Luft fliegt, fällt ihr dann auf, dass unsere Bildungspolitik nichts taugt? Muss ein Elendsviertel auf einem anderen Kontinent in Rauch aufgehen, damit sie merkt, dass Menschen in Deutschland armen? Vielleicht könnten auf einer internationalen Wirtschaftskonferenz die Fetzen fliegen, damit sie feststellt, dass unser Finanzsystem von korrupten alten Säcken ruiniert wird. Nein, praktischer Nachhilfeunterricht für die Frau Physikerin in Sachen Explosionen erscheint mir doch etwas zu makaber. Aber wir Piraten wissen ja, nachhaltige Politik ist Bildungspolitik. Also fordere ich bessere Bildung für Politiker. Liebe Frau Merkel, liebe Damen und Herren Minister, da gibt es doch diese wunderbaren Fortbildungen vom Arbeitsamt. Wie wäre es denn, wenn Sie da auch mal teilnehmen würden? Ein Gabelstaplerführerschein würde Ihre Persönlichkeitsbildung sicher bereichern. Ganz zu schweigen von den Lernerfolgen in Sachen Armut, Überwachung, Erniedrigung und Langeweile. Beim Haushalten mit Hartz IV würden Sie sicherlich die notwendige Finanzkompetenz zur Regulierung der Banken gewinnen. Wenn man sich selber überlegen muss, woher man das Geld fürs Bobbycar zum Kindergeburtstag kriegt, kommt die nämlich von ganz alleine. Und wenn Sie das sagenhafte Glück haben sollten, nach der Fortbildung in einen Niedriglohn-Hilfsarbeiterjob vermittelt zu werden, der Sie zu Aufstockern macht, vielleicht fragen Sie sich dann, warum der Staat für Sie bezahlen muss, obwohl Sie voll arbeiten und Ihr Arbeitgeber satte Gewinne einfährt. Ach nein. Ach nein. Sie wissen ja, dass das am Kanzler Schröder Erfolgsrezept für die deutsche Wirtschaft liegt, das Sie fleißig weiter fördern. Wie sagte kürzlich der Grossmann,
Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut. Sie werden sich also nicht beklagen, sondern zufrieden mit ihrem Niedriglohn-Aufstocker-Dasein in Demut leben und weiter auf die Vollbeschäftigung und höhere Löhne warten. Denn sie leben in einer exponentiellen Welt. Mehr technischer Fortschritt verringert zwar die notwendige Arbeit, aber das ist egal. Wir produzieren einfach mehr, bis wir alle 3 Autos, 5 Fernseher und 10 Smartphones haben, nur damit alle voll arbeiten können. Nee, Moment, das wäre ja Planwirtschaft. Wir arbeiten alle weniger und genießen die restliche Zeit das Leben oder engagieren uns für die Gesellschaft. Nee, von unserem Burnout können wir uns wirklich trennen. Wir denken über ein Grundeinkommen nach. Nein, das wäre ja eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit. Wir vertrösten die Menschen also auf später, wo es wieder Vollbeschäftigung und satte Löhne geben wird. Wachstum als immerwährendes Erfolgsrezept einer rückwärtsgewandten Politikergeneration. Frau von der Leyen legt sich ja auch mächtig ins Zeug für höhere Löhne. Durch einen ganz raffinierten Schachzug, in dem sie nämlich, haltet euch fest, die Wirtschaft dazu auffordert, höhere Löhne zu zahlen. Da werden sich die Arbeitgeber sicherlich denken, wenn die Bundesministerin schon so lieb darum bittet, erhöhen wir die Löhne doch gleich mal ordentlich. Solange sie keinen ernsthaften Mindestlohn auf den Weg bringt, ist ja nichts zu befürchten. Ja, liebe Frau von der Leyen, sich hinstellen und populäre Forderungen scheinbar engagiert vertreten, können Sie schon fast so gut wie unsere Kanzlerin. Ich betone fast. Aber ich schweife ab. Wir waren ja dabei, uns vorzustellen, unsere lieben Politiker hätten die Chance, ihre Großzügigkeit am eigenen Leib zu erfahren. Durch die neu erworbene Demut bemerken Sie vielleicht, dass nicht nur lautschreiende männliche alte Säcke gute Argumente haben. Sie könnten sich für Bürgerbeteiligung und Basisdemokratie begeistern und eine gute Diskussionskultur entwickeln, wie zum Beispiel die Piratenpartei. Auch die Opposition könnte gleich mal mitmachen und zur Abwechslung Schritte in die richtige Richtung loben, anstatt sofort lauthals zu schreien, das ginge doch alles nicht weit genug. Das würde vielleicht auch mehr kluge Leute motivieren, konstruktiv bei diesem Politik mitzumachen. Aber ich sollte nicht so viel träumen, zurück zur Realität. Die Bildungslücken bei den Regierungsparteien, CDU und CSU, sind doch sicher auch schon der Opposition aufgefallen. Und diese ist ganz bestimmt dabei, alles dagegen zu tun. Richtig, Gabriel will die soziale Spaltung überwinden und die Grünen fordern eine Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze. Aber Moment, wer hat nochmal Hartz-IV eingeführt? Rot-Grün? Nein, das war doch alles nicht so gemeint. Die Union und eine unbedeutende Kleinpartei haben alles kaputt gemacht. Wir haben damit nichts zu tun, 1.11. Die letzte Hartz-Reform ist zwar noch zu Schröder-Zeiten in Kraft getreten, aber das kann man ja schon mal vergessen. Nein, kann man nicht. Diese vollkommene Amnesie der früheren Regierungsparteien sollte uns Sorgen bereiten. Handelt es sich um eine ansteckende Krankheit? Oder liegt es an der Struktur des Regierungshandelns? Wird jede Regierung von diesem Phänomen ergriffen? Ich schlage den Einsatz eines Untersuchungsausschusses vor. Denn wenn unsere Volksvertreter wegen einer Krankheit nicht die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen können, wie sollen sie dann Manager und Banker dazu verpflichten? Und wie soll das erst die einzelne Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft verstehen, die ihre persönlichen Verhältnisse vollkommen offenlegen muss? Fragen über Fragen. Früher war das natürlich alles besser. Vor wenigen Jahrzehnten hat es nur so gewimmelt von ehrenhaften Persönlichkeiten in der Politik. Mitreißende Reden haben sie geschwungen und noch wahre Werte vertreten. Sie haben wohl nur einen kollektiven Aussetzer gehabt, als sie einen mäßig geeigneten Salzstock zufällig in dünn besiedeltem Niemandsland in Niedersachsen und nahe der Zonengrenze zum vielversprechenden Atommüllendlager auserkoren.
dass er nach wissenschaftlicher Prüfung gar nicht in die engere Auswahl kam, wurde still unter den Teppich gekehrt. Ein ausgezeichnetes Beispiel für sachorientierte Entscheidungsfindung. So wie Frau Merkels Atomerleuchtung. Prost. Wenn ich das wie jetzt austrinken muss, müsst ihr meine Redezeit noch um 10 Minuten verlängern. Ich kann doch nicht so schnell trinken. Okay, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Nimm dir Zeit. Ist sie runtergerutscht? Ach, nur ein bisschen. Ich kann noch nicht so schnell trinken. Du schaffst das.